Wie soll es mir gehen? Gut. Viel wichtiger ist doch, wie es dir geht, Manu. Darfst du schon aufstehen? Das erzähle ich dir alles heute Abend, okay? Wann, weiß ich noch nicht genau, aber ich komme auf jeden Fall. Ja, aber Mami, ich muss jetzt wirklich los, sonst, ja. Okay, tschüss. Sind denn Ihre Brötchen? Schon in Ordnung. Ah, Ihre Freundin. Frau Schirmer, wofür halten Sie mich? Für einen Mann. Frau Czerny ist nicht meine Freundin. Dafür kann sie aber ganz gut mit Ihrem Computer umgehen. Sie könnten eigentlich Ihre Rechnung bezahlen. Ich habe nämlich seit 2 Wochen keinen Pfennig mehr gesehen von ihr. Danke. Felix? Dein Vater gesagt? Du hast es mir versprochen. Noch nicht. Wann, Felix? Mit jedem Tag wird es doch noch schlimmer. Ja, ja, ja. Nach der Sitzung. Nachher. Morgen, Frau Czerny. Morgen. Neues Auto? Gebraucht. Ist das der Grund, warum Sie mir die Brötchen geklaut haben und Ihre Miete nicht bezahlen? Unter anderem. Aber es ist ja bald Zahltag. Oder sind die Kassen leer? Waltraud, ich bin schon wieder. Kannst du mal dein detektivisches Talent bemühen und dich bei der Isartex nach einer gewissen Lena Czerny erkundigen? Ja, wie der Komponist. Mich interessiert vor allem, was sie da war. Anonym natürlich. Und sie muss auch eine Boutique gehabt haben in München. Deep Throat und, nein, Deep Skin oder so ähnlich. Morgen. Herr Hornung. Ihre Krawatte. Auch das noch. Nehmen Sie meine. Meine private Notfallreserve. Danke. Sind die Einkäufer von Lamar schon da? Nein, aber Felix Althofer hat schon nach Ihnen gefragt. Und hier. Danke. Wurden für sie abgegeben. Von wem? Keine Ahnung, ein Bote vom Blumenladen hat sie gebracht. Sie haben einen heimlichen Verehrer. Na ja, dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Sieh an, der gnädige Herr belieben zu erscheinen. Dieser Unger führt sich auf, als ob er der Chef der Firma wäre. Und jetzt mischt er sich sogar schon in den Einkauf ein. Setz dich. Wie lange wollt ihr diesen Wahnsinn noch treiben? In 3 Wochen sind 6,5 Millionen fällig, falls ihr das vergessen haben solltet. Vergiss du lieber nicht, dass die Präsentation für Lamar etwas bringen soll. Ach, Papa, Lamar, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dieser Unger benutzt euch nur für eine Privatfehde gegen die Bank. Wenn ich mit Lausitz reden würde, würde das was bringen? Gang nach Canossa, hm? Dieser Mensch hat keinen Charakter. Die wollen nur den schnellen Profit. Und du glaubst, dein Unger ist anders? Ich glaube, dass er ehrlich ist. Das ist mehr, als ich im Moment von den meisten erwarten kann. Herr Unger! Guten Morgen, Herr Wieler. Morgen. Seit Wochen wird die Belegschaft im Unklaren gehalten. Gibt es irgendwas Definitives? Dann kommen Sie einfach mit. Dann erfahren Sie es als Erster. Zur Sitzung der Geschäftsleitung? Ich weiß nicht, ob dem Chef das recht ist. Wir sitzen noch alle im gleichen Boot, oder? Ja, nur die einen dürfen fahren, die anderen müssen rudern.
Augenblick geht's nur darum, die Löcher zu stopfen. Bitte. Tag, Herr Gassmann. Hier. Sie schreiben, dass die Firma jetzt endgültig den Bach runtergeht. Ist da was dran? Du kutschierst doch den Chef den ganzen Tag in der Gegend rum. Der wird doch schon mal was gesagt haben. Was der Chef mit mir bespricht, es geht niemand was an. Wenn's schief geht, geht dein Arbeitsplatz genauso flöten. Wenn überhaupt, dann deiner. Weißt du was? Du schnüffelst zu viel an der Politur. Das geht auf die Birne. Setzen Sie sich doch, Herr Wieland. Nehmen Sie den Stuhl. So, machen wir es kurz. Wie es um die Firma Althofer bestellt ist, weiß ja wohl jeder. Das ist die Zahl, um die sich in den nächsten 4 Wochen alles dreht. $5 Millionen sind Verbindlichkeiten bei Lieferanten. Da setze ich auf unseren Charme, damit die Gläubiger vorerst stillhalten. Alles ist besser als auch buchen. Bleiben 13 Millionen. Ich rechne damit, dass wir davon die Hälfte über eine Bank in Kombination mit einer Landesbürgschaft finanziert bekommen. Und die Aussichten sind dank Herrn Kunzes Bemühungen auch nicht schlecht. Bleiben 6,5 Millionen. Und da sind wir gefragt. Ach, hier. Bitte schön. Für den Rest brauche ich für Essen und Benzin. Felix, deinen Zynismus kannst du dir sparen. Wieso? Im Ansatz ist das völlig richtig. Nur damit kommen wir leider nicht sehr weit. Jetzt kommen Sie bitte zur Sache, Herr Unger. Also, wir müssen den Betriebsablauf optimieren und die Kosten senken. Aber bis diese Maßnahmen greifen, müssen wir kurzfristig Gelder flüssig machen. Also, Herr Kunze, bitte. Ja. Wer will das Mietshaus mit den Firmenwohnungen verkaufen? Unsere Mitarbeiter. Für die wird sich nichts ändern, nur der Vermieter. Also, bitte weiter. Dann die Wohnung von Frau Althofer in München? Sie wollen Mutter die Wohnung wegnehmen. Die Wohnung wird doch über die Firma finanziert, oder? Bitte weiter. Und das Haus in Südfrankreich und die Yacht? Die Yacht gehört Cornelia. Das Haus hat Opa gekauft. Das ist Privatvermögen. Ich fürchte, diesen feinen Unterschied müssen wir leider vergessen. Soll das heißen, dass wir jetzt auch noch mit unserem Privatvermögen haften sollen? Wenn Sie Ihre Firma retten wollen, ja. Wir können von den Mitarbeitern keine Opfer verlangen und der Chef fährt noch mit Chauffeur vor und der Betriebsboss im Luxussportwagen. Darauf müssen Sie leider in Zukunft verzichten. Opfer? Sie wollen Leute entlassen? Ich weiß, es ist hart, aber es muss sein. Wir müssen konsequent einsparen, sonst zieht keine Bank mit, auch nicht mit einer Landesbürgschaft. Aber ich möchte es Ihnen überlassen, eine Auswahl zu treffen. 10 Mitarbeiter. Selbst wenn wir es schaffen sollten, auf die Schnelle alles zu Geld zu machen, was ich bezweifle, kommen doch höchstens 3 bis 4 Millionen zusammen. Richtig? Und der Rest muss über Aufträge reingeholt werden. Ich würde dich ja bei mir wohnen lassen, aber es geht halt nicht. Du hast echt ein Händchen für sowas. Also wenn Althofer dicht macht, dann mache ich eben selber was auf. Du kannst ja mit einsteigen. Althofer macht nicht dicht. Du weißt doch was. Gibst du? Mensch, Paul, wo warst du denn so lange? Ich war bei der Sitzung. Die haben dich mit dazugeholt? Der Unger wollte, dass ich mitkomme. Ja, worum ging's? Reden Sie schon. Ja, ums Sparen. Was heißt sparen? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ein Teil der Schulden soll über eine Landesbürgschaft finanziert werden. Den Rest wollen die Althofer selber zuschießen. Sogar das Boot wollen die verkaufen. Wie rührend. Aber was ist mit Entlassungen? Jetzt rede doch nicht gleich von Entlassungen. Also gibt's keine. Wir schaffen das. Wir müssen nur zusammenhalten, hat der Unger gemeint. Wenigstens eine gute Nachricht. Ach, Felix. Ja, geh schon mal vor. Nein, wegen Paris hast du den Stand bestätigt. Nein, ich dachte, bis dahin sind Berlings Tops gegangen oder verkauft. Soll das heißen, du hast nicht? Du, ich mach's noch. Sag Hornung, ich komm gleich. Ich weiß, Sie wollen es nicht wahrhaben. Aber alle unsere Opfer und Anstrengungen sind umsonst, wenn unsere Preislisten und Marktstrategien der Konkurrenz zugespielt werden. Wissen Sie, was das da ist?
Dieses Kostüm wurde mal für mich gemacht. Dann müssen Sie ungefähr 300 Jahre alt sein. Das war die einzig größere Rolle meiner Theaterlaufbahn. Und meine letzte, bevor ich hier... Sie kennen den König Lear. Mein Beruf ist es, nicht weniger zu sein, als ich scheine. Den zu lieben, der ehrlich ist. Mit dem zu verkehren, der Verstand hat. Zu kämpfen, wenn ich keine Wahl habe. Und kein Fischesser zu sein. Herr Althofer, wir müssen darüber reden. Haben Sie denn einen Verdacht? Könnte das denn sein? Tja, vielleicht gehört der Bank alles bald. Dann ist sowieso alles umsonst. Lausitz kriegt Ihre Firma jedenfalls nicht, Herr Althofer. Das verspreche ich Ihnen. Was ist denn? Ich denke, Lamar kommt gleich. Musst du dich nicht vorbereiten? Ich muss mit dir reden, dringend. Bist du heute Mittag da zum Essen? Ja. Gut. Und Sie brauchen einen Raum, wo Sie arbeiten, hm? Ich bin nicht wählerisch. Kommen Sie mal mit. Und vor allem die Preisliste. Und nur eine Kopie. Und die ist für mich. Ist das klar? Gut. Hättest du was dagegen, Herrn Unger dein Zimmer zu überlassen? Was? Also nicht wegen mir. Ich kann überall arbeiten. Ja. Mein Büro ist gegenüber. Frau Stangl ist im Vorzimmer. Wir könnten viel länger zusammenarbeiten. Dann kann ich wohl in Urlaub gehen, oder wie? Roland, bitte. Jetzt werd nicht theatralisch. Felix' Büro ist sowieso die meiste Zeit leer und nächste Woche ist er in Paris. Muss ich sofort verschwinden oder kann ich noch ein paar Sachen mitnehmen? Roland, das ist doch nicht so persönlich. Es ist doch nicht gegen dich, Herrgott, nochmal. Wie soll ich es denn sonst nehmen? Aber bitte, du bist der Chef. Genau. So macht man sich Freunde. Ja, Lena! Schade, dass du nicht 10 Minuten früher gekommen bist. Ich habe mich nämlich jetzt schon mit meiner Traumfrau zum Abendessen verabredet. Aber wenn du ganz lieb bitte, bitte sagst, vielleicht sage ich dir dann noch ab. Wegen mir musst du gar nicht absagen, sondern wegen dem da. Wie? Neue Muster? Das kommt gar nicht in die Tüte. Da kannst du der Dietrichsen direkt sagen, dass wir keine neuen Stoffe anlegen. Die sind nicht von der Dietrichsen, die sind von mir. Aber ich wäre dir dankbar, wenn das unter uns bleibt. Also das Raster da, das muss nicht Gold sein, das kann auch Silber sein oder irgendein anderes glänzendes Garn. Ja, gefallen sie dir? Also wenn ich dich richtig verstehe, dann soll ich dir das weben. Und wenn's geht so, dass es nicht auffällt. Hast du eigentlich eine Ahnung, was das für eine Arbeit ist, so eine Maschine umzurüsten? Jan! Ich dachte eigentlich, du liebst mich mehr als Miss Universum. Ja, okay, aber ich will für jeden Meter einen Kuss. Das sind 7 Küsse. Einen, aber nur vielleicht. Und sowieso erst bei Lieferung, klar? Sylvia. Du wolltest doch anrufen. Das lange Warten macht mich ganz nervös. Wie war es denn? Schlimm. Ich hätte viel eher merken müssen, wie schlimm es steht. Das konntest du nicht. Man sollte sich auf seine Söhne verlassen können. Die Firma hat einen Geschäftsmann gebraucht als Chef. Nicht einen verhinderten Künstler. Naja. Es wird hart werden. Wir werden verkaufen müssen. Ich habe versagt. Na, nicht du. Wenn Felix sich nicht mit diesem Dr. Lausitz eingelassen hätte, dann hätte er es bestimmt geschafft. Felix? Mit Dr. Lausitz? Was sagst du denn da? Ich dachte, hat er nicht mit dir... Dieser Unglücksmensch, der hat versprochen, es dir zu beichten nach der Sitzung, hat er gesagt. Felix? Herr Althofer? Was ist? Herr Althofer, Ihr Vater möchte Sie sprechen. Er weiß doch, dass gleich die Einkäufer von Lamar kommen. Er sagt, es sei dringend. Ich soll Sie mitbringen. Jetzt, gleich. Herr Hornung? Ja?
kümmern Sie sich um den Rest. Wenn die Leute von Lama auftauchen, halten Sie bei Laune, bis ich wieder zurück bin. Aber ich weiß doch gar nicht... Dann improvisieren Sie. Das Zimmer ist jetzt. Fass dich bitte kurz. Ich will Hornung nicht allzu lange allein lassen mit der Präsentation. Felix! Warum? Dr. Lausitz und du. Ich begreife das nicht. Hat Sylvia gepetzt? Na gut. Dann ist es also raus. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich wollte retten, was zu retten ist. Indem du die Firma an Dr. Lausitz verschacherst? Dann wären wir jetzt aus dem Schneider und müssten nicht unser Familiensilber verscherbeln. Wären wir jetzt Angestellte bei Isatex? Die Hälfte der Mitarbeiter säße auf der Straße. Glaubst du, mir ist das leicht gefallen? Du hast mich praktisch dazu gezwungen. Wie oft haben Roland und ich dich gewarnt? Aber du musst es ja immer auf Kunst machen. Und immer haarscharf am Markt vorbei. Wir hätten es geschafft, wenn du uns nicht in den Rücken gefallen wärst. Das ist die traurige Wahrheit. Versuch nicht, mir die Schuld zu geben. Gib auf, Vater. Verkauf. Rette, was noch zu retten ist. Oder geh runter mit Mann und Maus, wie wieder. Verschwinde. Raus. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Gute Frage, Herr Hornung. Aber ich kann doch nicht, die wollen mit Ihnen reden, dem Chefverkäufer. Hier ist gerade entlassen worden. Wie bitte? Sie sind da auf meinen Alten reingefallen, Herr Unger. Mir kann der nichts mehr vormachen. Aber wenn Sie den Karren vollends in den Dreck gesetzt haben, werden Sie es kapieren. Nur dann ist es zu spät. Wichtigsten Kunden. Ich kann doch nicht alleine. Wie lange arbeiten Sie schon als Verkäufer für die Firma Althofer? Weiß nicht, 20 Jahre. Dann gehen Sie endlich da rein und tun das, was Sie seit 20 Jahren machen. Verkaufen. Tut mir leid, dass Sie im Moment warten mussten, aber... Wo ist denn Herr Althofer? Herr Althofer ist leider verhindert. Er hat mich gebeten, die Präsentation zu leiten. Der Termin ist seit Wochen vereinbart. Ich weiß und wir bedauern das auch wirklich sehr, aber vielleicht kann ich Sie ja von unseren wirklich interessanten Stoffen überzeugen. Paisley zum Beispiel gehört zu einer neuen Kollektion, die wir in Paris präsentieren werden. Durch eine neuartige Webart haben wir eine bessere Stabilisierung in Längs- und Querrichtung erreicht. Dazu der Fusion ein Traum. Nett, aber zu konservativ. Was ist denn mit dem angekündigten Tweet? Wir haben uns diesmal für Crepe entschieden. Im Moment das Aktuellste, was es in dieser Art auf dem Markt gibt. Entschuldigung, das ist Ihr Entwurf vom letzten Jahr. Wie, richtig. Tut mir leid, aber bei der Fülle neuen Stoffen... Wie gesagt, wir haben dieses Mal unser Hauptaugenmerk auf Tweets gelegt. Und was ist das? Ein kleiner Webfehler. Sowas kann schon mal passieren in der Hektik vor der Messe. Soll das heißen, die Stoffe sind erst nach der Messe lieferbar? Der hier nicht. Hahnentritt in einer Top-Qualität. Super 100 Ware, hochgedrehte Garne und eine wunderbar leichte Wollqualität. Pepita, natürlich meine Pepita. Welche Frau kann diesem Stoff widerstehen? Ach, Herr Unger. Ja? Ich wollte Sie was fragen, nicht, dass es hinterher wieder heißt, keiner hätte das genehmigt. Ja, bitte. Ich habe ein paar Ideen für neue Stoffe. Moment mal. Was heißt denn neue Stoffe? Ja, man kann doch nicht ewig das Gleiche produzieren. Jan Lederacht verarbeitet nur Restposten. Ich mache das sowieso nur in meiner Freizeit, also wegen den zusätzlichen Kosten. Also bitte seien Sie mir nicht böse, aber ich habe momentan für neue Stoffe wenig übrig. Ich bin froh, wenn wir die alten in Paris loswerden.
Ja, ja, aber meine Stoffe könnten ja mitten nach Paris... Doch, das Wort Stoff möchte ich auch erst wieder nach Paris hören. Und dann im Zusammenhang mit so wohlklingenden Worten wie Lieferung oder Auftrag. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein? Ich hab's irgendwie eilig. Ach, und wenn Sie das in Zukunft noch mal machen, dann bitte nur mit dem Segen von Frau von Dietrichsen, ja? Ein Schluck Champagner. Und damit liegen Sie in diesem Marktsegment auf dem Punkt, das garantiere ich Ihnen. Was darf ich für Sie ordern? Unsere Rabattstaffel beginnt bei einer Bestellung ab 10.000 D-Mark. Oh, Leo, guck mal, wer da ist. Welch Glanz in unserer Hütte. Was führt dich denn in die Niederungen des gemeinen Proletariats? Fangen wir denn in der Fertigung an. Och Gottchen, hat dich der Chef nicht mehr lieb? Musst du zurück auf die Galeere? Sobald dieser arrogante Juppischnösel hier wieder verschwunden ist, da sitze ich wieder hinterm Steuer. Außerdem mit meiner Bandscheibe, dann, tja, was machen wir denn da? Tja, also, zum Polieren gibt's nichts. Der Lack ist ab. Da hörst du's. Sieht schlecht aus. Und wie wär's mit LKW waschen? Also, wenn ihr stempeln geht demnächst, ja, da krieg ich meine Invalidenrente. Da mache ich mir einen faulen Lenz. Stempeln? Hier wird keiner entlassen. Frag den Paul. Ah, komm, jetzt lass ich mal nicht Kirre machen, Leo. Du kennst ihn ja. Wie? Ist das alles? Mehr haben Sie nicht verkauft. Was hätte ich tun sollen? Sie mit Waffengewalt zwingen? Nein, aber vielleicht versuchen Sie mal mit Worten zu überzeugen, Herr Hornung. Dafür werden Sie nämlich bezahlt. Wenn ich gewusst hätte, dass Herr Hornung und nicht der Althofer die Präsentation leitet, wäre ich selbstverständlich hier gewesen. Wie groß ist der Schaden? Das waren die Einkäufe für Lamar. Ihre Einkäufe haben Sogwirkung auf der Messe. Mein Gott, so eine Pleite. Nach den Stornierungen von Mailand und Berlin brauchen wir jeden Auftrag. Also offenbar haben wir ein Problem. Woran liegt's? An mir bestimmt nicht. Wollen Sie damit andeuten, dass es an mir liegt? Die Kollektion ist vom Chef persönlich mitgestaltet und genehmigt worden. Sie kommt bei unseren Kunden allgemein gut an. Davon habe ich heute nichts bemerkt. Geben Sie sich weniger Ihrem Hobby hin. Was für ein Hobby? Ach, vergessen Sie es. Eine dumme Bemerkung, nichts weiter. Da gibt's nur noch eins, Felix muss ran. Richtig. Notfalls muss er nach Düsseldorf und mit der Chefeinkäuferin von Lamar essen gehen. Ihr Vater hat die gefeuert, das ist doch der Wahnsinn. Was? Tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Wo bleibt Roland? Der wird wohl heute nicht zum Essen kommen. Warum nicht? Habt ihr euch wieder gestritten? Sylvia, bitte. Und was ist mit Felix? Helme, wenn du so weitermachst, wirst du bald alleine dastehen. Ich hab ja dich, oder? Was soll ich denn machen? Er muss Dr. Lausitz und diverse Konkurrenten mit Material versorgt haben. Der eigene Sohn. Ja, schon. Aber deswegen ist er doch kein Verbrecher. Mit der Entscheidung, uns zu verraten, hat er sich aus der Familie verabschiedet. Was? Silvia? Ja? Hallo. Pilze. Lecker. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht, Mutters Wohnung verkaufen zu wollen? Es ist nicht mehr auszuhalten mit ihr. Ich wohne in der nächsten Zeit hier. Ich werde ab sofort in das Büro von Felix ziehen. Können Sie bitte veranlassen, dass meine Sachen rübergeschafft werden? Was schauen Sie mich so an? Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und dann versuchen Sie, meinen Bruder zu erreichen. Der ist drüben mit Kunden von Lamar. Schön wär's. Mein Vater hat ihn entlassen. Und sein Handy hat er abgeschaltet. Falls was ist, ich bin in der Villa. Thank you.
dass Sie kommen. Ich will nicht, dass Sie einen falschen Eindruck von mir haben. Herr Hornung, wo haben Sie Ihren Schnaps versteckt? Also, wenn das ein Scherz sein soll? Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Ich arbeite seit über 20 Jahren für die Firma Althofer. Ich muss mir das von Ihnen nicht gefallen lassen. Ich verbiete Ihnen! Sehen Sie sich die Stoffe doch mal an. So etwas kann man heute nicht mehr verkaufen. Herr Hornung, von Stoffen verstehe ich nichts. Von Stoff schon. Es tut mir sehr leid. Wissen Sie wer? Felix Althofer. Und das war's dann wohl. Wenn schon der Sohn die Firma an die Konkurrenz verhökert. Sind Sie sicher, Frau Stangl? Ganz sicher. Roland lässt gerade seine Sachen in Felix Büro rüberschaffen. Aber man kann doch nicht kurz vor der Messe den Chefverkäufer feuern. Und jetzt ist auch noch Lamar abgesprungen. Die von Dietrichsen ist fix und fertig. Naja, bei der Kollektion. Frau Martinek. Ja? Ich hatte doch gebeten, den Stoff für die Präsentation auszubessern. Ja, und? Hier, schauen Sie sich das an. Pfusch. Und jetzt will Herr Hornung uns seine missglückte Show anhängen. Wenn wir die Muster immer auf den letzten Drücker kriegen. Glauben Sie, das interessiert unsere Kunden? Nein. Vielleicht sollten Ihre Mitarbeiterinnen weniger tratschen und sorgfältiger arbeiten. Damit wäre uns allen geholfen. Ja, was ist jetzt? Ich habe den Stoff ausgebessert. Mehr war wirklich nicht drin. Sagen Sie, glauben Sie, ich merke nicht, wie Sie gegen mich intrigieren. Seit Sie in der Firma sind, machen Sie meine Arbeit schlecht. Das stimmt einfach nicht. Ach, und wie kommt es dann, dass Felix Althofer Sie unbedingt in meiner Abteilung haben will? Ich dachte einfach, ich könnte Sie für die ein oder andere Idee begeistern. Hat Ihnen Herr Hornung meine Vorschläge schon gezeigt? Frau Czerny, in 2 Wochen ist Messe. Ich habe im Moment wirklich keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Es kostet Sie 5 Minuten. Bitte. Lernen Sie erst mal richtig nähen, dann reden wir weiter. Es muss doch eine Erklärung geben, Vater. Was hat Felix damit bezweckt? Die Firma zu ruinieren, das kann doch nicht der Grund gewesen sein. Mein Gott, bist du naiv. Er wollte uns zwingen, die Firma verkaufen zu müssen. Aber die Motive deines Bruders interessieren mich im Moment herzlich wenig. Traust du dir zu, uns in Paris zu vertreten? Mit Hornung. Notfalls komme ich auch mit. Was bleibt mir anderes übrig? Herr Althofer? Ihr Büro ist bezugsfertig, Herr Unger. Danke. Ich komme gerade von Herrn Hornung. Ich denke, er ist kein Ersatz für Ihren Sohn. Wir müssen Felix zurückholen. Es sind nur noch 2 Wochen bis zur Messe in Paris. Geben Sie es zu. Sie haben meinen Sohn immer im Verdacht gehabt, hm? Naja, ich... Trotzdem, Herr Hornung hängt an der Flasche. Es nützt nichts, wenn wir hinter den Kulissen alles richtig machen. Wir brauchen jemanden, Herr Althofer, der für uns auf die Bühne geht. Roland geht nach Paris. Herr Hornung ist ein Alkoholiker. Mit Kunden wird immer getrunken. Herr Althofer, ich kann ja verstehen, dass es Ihnen wehtut. Haben Sie Kinder? Nein. Dann erklären Sie mir nicht, was ich für Gefühle habe. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber es geht hier nicht um Sie und um Ihren Sohn. Es geht einzig und allein um die Firma. Die Firma wird auch ohne Felix überleben. Oder? Das haben wir doch immer gewünscht. Hm? Herr Gott, wie kann man nur so stur sein? Soll ich Sie irgendwo hinfahren? Die Macht der Gewohnheit. Genau, was ist unser Problem? Herr Althofer, die Macht der Gewohnheit. Ich bin sein Bruder und ich kenne Felix in- und auswendig, aber ich begreife nicht, warum er das gemacht hat. Jedenfalls ist ein Alkoholiker wohl eine glatte Fehlbesetzung. Einen Ersatz kriegen wir nicht mehr. Also, lassen Sie sich was einfallen. Sprechen Sie noch mal mit Ihrem Vater. Oder ich muss das eben alles alleine machen. Herr Hornung, haben Sie sich meine Entwürfe angeschaut? Interessant, doch, doch. Und warum haben Sie sie dann noch nicht Frau von Dietrichsen gezeigt? Sie haben es mir versprochen. Danke.
vergessen Sie es. Im Laden bestimmt der Alte, was produziert wird. Nicht ich oder die Kunden. Wahrscheinlich bin ich sowieso der Erste, der entlassen wird. Was reden Sie denn da? Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so weiter und so weiter. Danke, Frau Stange. Übrigens, Frau Stolber aus Frankfurt hat wieder angerufen. Sie wollten sich melden. Ach, das habe ich jetzt ganz vergessen. Können Sie ihr vielleicht ein paar Blumen schicken? Welche Sorte bevorzugt Frau Stolber? Vergessen Sie es. Auf Blumen reagiert sie momentan doch etwas allergisch. Vielleicht weiß Waltraud ja was Passendes. Hat der Computer Modemanschluss? Bitte? Einen Modemanschluss, damit kommt man... Ins Internet, ich weiß. Das Gerät verfügt über einen ISDN-Anschluss, 64 Megabyte Arbeitsspeicher, 6 Gigabyte Festplatte und ein DVD-Laufwerk. Und ich dachte, Sie schreiben mir alles noch auf der Olivetti. Das ist eine Schreibmaschine. Auf der habe ich tippen gelernt, Herr Unger. Wir leben mit der Tradition, aber nicht hinterm Mond. Herr Unger, ich muss Sie sprechen. Sofort. Danke. Ich habe ja akzeptiert, dass... Danke, Frau Stangl. Also ich habe ja akzeptiert, dass Sie hier in der Firma schalten und walten, wie es Ihnen beliebt, aber... Was zu viel ist, ist zu viel. Lassen Sie mich raten. Ihr Problem ist aus Holz und kann schwimmen. Hm? Die Yacht gehört uns, seit ich denken kann. Großvater hat sie mir hinterlassen. All meine Ferien habe ich auf dem Schiff verbracht. Tja, das ist ja sehr schön für Sie. Aber wir können von der Belegschaft keine Opfer verlangen, wenn wir selber keine bringen. Tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass ein läppisches 12-Meter-Boot über 100 Arbeitsplätze retten kann. Vielleicht nicht 100. Vielleicht nur einen. Aber der sollte es Ihnen eigentlich wert sein. Sie halten mich wohl für ein reiches, verwöhntes Mädchen, das vom Leben keine Ahnung hat. Ja, so ungefähr. Aber Sie, Sie wissen natürlich genau, was läuft. Nein, ich weiß nur, was ein Liegeplatz für ein läppisches 12-Meter-Boot an der Côte d'Azur kostet. Ja, vom Unterhalt ganz zu schweigen. Ach nein, Sie haben ein Boot? Nein, meine Freundin in Frankfurt. Na gut, dann kaufe ich das Boot der Firma eben ab. Zufrieden? Nein, das kommt doch aufs selbe raus. Verstehen Sie das nicht? Ohne das Privatvermögen der Gesellschafter ist die Firma leider nicht mehr zu retten. Meine Mutter ist aber da völlig konträrer Auffassung und wird Ihnen mit Ihrem Anwalt auf die Pelle rücken. Ach ja, wenn es derselbe ist, der sich bei der Scheidung Ihrer Mutter eine goldene Nase verdient hat, dann freue ich mich jetzt schon. Süß. Na. Die war zu. Schon was gefunden? Samstag sind mehr drin. Gefunden schon, bloß kann eine kleine Näherin die Mieten nicht bezahlen. Ach, mit ein bisschen Glück und Geduld klappt das schon. Nathalie hat auch eine Wohnung gefunden mit günstiger Miete. Günstig ist übertrieben. Nathalie, du hast gesagt, es geht nicht. Das ist schon in Ordnung, ja? Guck mal, der Hornung. Als Verkäufer war er wenigstens gezwungen, sich einigermaßen zusammenzureißen. Jetzt stürzt er wahrscheinlich vollends ab. Er glaubt, dass er entlassen wird. Trinkt er wirklich? Ach, er war ein toller Verkäufer. Aber seit seine Frau ihn hat sitzen lassen, wird es immer schlimmer. Tja, ein Verkäufer ist nur so gut wie das, was er verkaufen muss. Ja, ja. Sag mal, ist Jan schon weg? Ja, beim Training. Ja, wo ist denn das? Stadtbad. Aha. Schönen Abend noch, ne? Tschüss. Hallo, Mami. Lena, endlich. Es ging echt nicht früher. Kannst du nicht vorstellen, was heute los war? Wie geht's dir denn? Wie es einem so geht nach so einem Eingriff. Aber ich darf schon was essen. Mhm. Wieder. Schonkost. Ich hab dir einen Pudding aufgehoben, willst du? Vanille, danke. Erzähl. Ich will alles ganz genau wissen. Hast du dann, ich meine, den Wilhelm Althofer gesehen? Mhm. Nur so von Weitem. Das ist irgendwie so komisch, plötzlich drei Geschwister zu haben. Drei? Ich dachte, er hat nur zwei Söhne. Ja, Felix und Roland. Eine Tochter hat er auch noch, Cornelia. Spielt Klavier. Wohnt, glaube ich, hier bei ihrer Mutter in München. Ach, dann ist er geschieden. Und wieder verheiratet. Was ist denn? Nur, wenn ich daran denke, dass Wilhelm damals wegen ihr... dich mit mir hat sitzen lassen. Ach, Lena. Irgendwie ist mir nicht wohl bei der Sache. Was hast du vor? Ich habe eigene Stoffe designt, Mami. Ein Kollege von mir wippt sie nach Feierabend, das hat er mir versprochen. Jetzt schau nicht so. Hilf mir lieber. Ich habe aus der Fertigung einen Stoff bekommen. Vielleicht kannst du mir helfen, den Faden zu fangen. Hier.
Ja, wenn du Garn dabei hast? Sicher. Sogar Nadeln. Wenn Sie wollen, dann können Sie die haben. Dankeschön. Darf ich Sie was fragen, Herr Althofer? Na klar. Ihr Bruder. Ich kenne Sie schon so lange. Es hat mir immer wehgetan, dass Ihr Vater Sie... Ja, ich weiß schon. Felix, das Sonntagskind und... Ich bin eher was für Montag bis Freitag, nicht wahr? Ich auch, Herr Althofer, ich auch. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie können auf mich zählen. Wir werden schon schaffen. Ich gucke diesem Ungar noch eine Weile zu und wenn der missbaut, dann übernehme ich. Jedenfalls hat sich Regine in den Kopf gesetzt, mich hier wegzulotsen. Was heißt, ich mache mir nur noch was vor? Ich kann doch jetzt einfach nicht in Urlaub fahren. Nein. Also das will ich jetzt überhört haben. Weil ich hier keine neue Freundin habe. Ich lebe wie ein Trappistenmönch. Ich bin nicht stinkig. Ich musste mir heute dem ersten Mitarbeiter andeuten, dass er gehen muss. Hm? Noch Fragen, Waltraud? Ein Hoch auf den Retter der Firma Althofer. Was wollen Sie hier, Herr Horn? Schenken Sie mal ein Bier ein. Bekommen Sie eine Prämie für Ihren Mitarbeiter, den Sie fertig machen und aus der Firma ekeln? Schlafen Sie in Rausch aus. Ich mach, was ich will. In der Firma können Sie mir den Arsch treten, hier nicht. Normal dasselbe. Das reicht. Ich rufe Ihnen ein Taxi. Ich brauche kein Taxi. Herr Horn. Und Sie, wenn Sie so weitermachen, landen Sie auch auf der Abschussliste. Aber sich volllaufen lassen, das kann es doch auch nicht sein. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, um die Kollektion von der Dietrichs dann im Mann zu bringen. Aber das interessiert den Oma nicht. Der denkt, ich bin Säufer. Weg damit. Ist einfach so. Wo ist denn das Problem, wenn es nicht der Alkohol ist? Frauen. Wenn man Erfolg hat und genug Kohle da ist, ist alles eitel, Sonne, wunderbar. Wie, man kann immer mithalten. Felix, endlich! Wo warst du? Sag mal, stimmt es, dass du... Dann ist es also rum in der Firma. Das kann doch nicht wahr sein, dass du mit der Konkurrenz... Können wir vielleicht über was anderes reden? Ich brauch dich. Sie können den Mann nicht wie ein ausrangiertes Möbelstück auf den Müll schmeißen. Der braucht eine Perspektive, irgendwas. Klar, ich habe nur keine parat. Sie? Sie sind der liebe Gott in der Firma. Ich bin nur Näherin. Ach ja? Da habe ich aber was anderes gehört. Oder was ist mit Frau von Dietrichsen? Oder sollten wir lieber über die Isartex reden? Sie lenken ab. Dass Hornung heute versagt hat, liegt nicht nur an ihm. Ich weiß. Aber wenn es hart auf hart geht, werde ich mindestens 10 Mitarbeiter entlassen müssen. Sie können gerne mit Herrn Hornung tauschen. Sie sind sowas von arrogant und selbstgefällig. Sind Ihnen eigentlich alle Leute scheißegal? Wenn sie mir egal wären, würde ich jetzt in Frankfurt im Industrieclub sitzen und nicht in der Badewanne von Frau Schirmer. Aber irgendjemand muss ja hier den schwarzen Peter haben. Alle anderen sind sich ja zu gut dafür. Sie tun mir so leid. Sie wissen vielleicht, wie man aus roten Zahlen schwarze Zahlen macht. Aber dass hinter diesen Zahlen Menschen stehen, das interessiert Sie überhaupt nicht. Vergessen Sie es doch. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Warum hast du es getan? Weil die Firma nicht mehr zu retten ist. Ja, weil dieser Unge. Das sind Schaumschläge und nichts weiter. Und was willst du jetzt tun? Weiß nicht. Weggehen. Irgendwo was Neues anfangen. Vielleicht im Ausland. Wo? Im Süden? Davon habe ich doch schon immer geträumt. In Südfrankreich leben. Cannes, Saint-Tropez, Brest. Brest liegt in der Bretagne. Ist doch egal.
Sarah, wir sind zusammen. Ich gehe allein, Nathalie. Es ist aus. Mit uns, der Wohnung, Schluss, aus, Ende. Aber wir lieben uns doch. Wir gehen miteinander ins Bett. Das ist ein kleiner Unterschied. Bitte nicht. Ich hatte heute schon genug Ärger am Hals. Du hast mich die ganze Zeit nur ausgenutzt. Und ich war so blöd. Verschwinde! Ah! Es tut mir leid. Scheiße, wo ist das verflixte Ding? Herr Horlong! Felix, lass mich in Frieden! Was suchen Sie denn? Autoschlüssel. In Ihrem Zustand können Sie nicht mehr fahren. Das kann Ihnen egal sein. Nein, das ist es aber nicht. Frau Schirmer, haben Sie noch ein Zimmer frei? Ja, die 6. Also kommen Sie. Aber das Zimmer zahlen Sie. Ich habe genug für diese Scheißfirma getan. Bitte schön. Danke. Also, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Hier lang. Frau Czerny? Lena? Was soll das? Guten Morgen, Ihr Frühstück. Dass Sie für die Firma untragbar geworden sind, darin sind weder die Stoffe von Frau van Dietrichsen schuld, noch die Geschäftsleitung und schon gar nicht ich. Daran ist nur das hier schuld. Ich kann Sie nicht zwingen, damit aufzuhören. Aber ich verspreche Ihnen, dass Sie nach einer Therapie jederzeit wieder einsteigen können. Ich brauche kein Mitleid und von Ihnen schon überhaupt nicht. Mitleid? Was ist Mitleid? Mit Ihrer Erfahrung sind Sie nüchtern für die Firma von unschätzbarem Wert. Nur das interessiert mich. Also machen Sie einen Entziehungskur, kommen Sie zurück und treten Sie mich meinetwegen in den Arsch. Oder saufen Sie weiter. Das ist jetzt Ihr Ding.